Nein, Marseille. Was lachst du? Natürlich ist es Marseille, was hast du geraucht? Göttlich! Göttlich, Larsen! Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber das letzte Spiel von Robert mit Schweden hat uns Larsen so beeindruckt. Und deswegen dachte er sich, er spielt heute einfach mal mit Sunderland. Da spielt nämlich Larsen. Und ja, ihr habt ja am Ende der letzten Folge gesehen, wurde ich absolut EA'd. Wurde absolut verarscht. Wir haben das nochmal nachgeholt. Robert hat es nochmal nachgeholt und hat 6:0 gewonnen, by the way. Mit Schweden. Er hat es einfach nochmal dann mit Schweden gemacht. Ist ja egal. Aber jetzt gegen komischerweise Galatasaray. Aber jetzt halt spielen wir hier mit Sunderland gegen Marseille. Ein cooles Feld. Coole Begegnung. Da muss doch jetzt hier mal was zusammengehen. Und Robert hat jetzt scheinbar wieder Form. Also dann schauen wir mal, ob das hier mit Sunderland klappt. Das sind beides 4-Sterne-Teams. Und Larsen. Direkt am Ball. Aber gegen Morel. Da ist er natürlich. Da muss er auf. Oh, da ist er fast durch, der Fletcher. Oh, da hätte er einfach laufen müssen. Und da hätte er. Da fletscht er die. Ah, nein, nein, nein. Fletscher die Zähne. Haha. Aber wir konzentrieren uns auf das Spiel von Sunderland. Und da ist er wieder, Fletcher. Der ist hungrig in der Mitte. Vollkommen frei. Und dann hätte er chippen müssen. Alle, alle. Und Eckball. Larsen tritt's natürlich, weil der macht die besten Ecken. Und, aber der macht die wirklich nicht schlecht. Und dann ist da der Verteidiger, der den Ball gerade noch aufhalten kann. So, Johnson auf Gardner. Und Valbuena. Valbuena auf der Seite des französischen Teams Marseille. Valbuena wieder. Valbuena auf Ayew. Der Louis! Ayew heißt er schon klar. Fanny. Valbuena. Oh, ja, der ist sehr aktiv in der ersten 8 Minuten. Komm, der ganz schön besser Schuss. Und Latte! Was zum Fick war das? Alter Flugkopfball vom Boden. Ja, wir sind in Deutschland. Ey, was zum Teufel ging denn da gerade ab? Erst hält er den, dann Flugkopfball vom Boden an die Latte. Es eskaliert hier direkt in den ersten 11 Minuten. Sunderland gegen Marseille, England gegen Frankreich. Absolut unglaublich. Und da ist er wieder, der Fletcher. Der Fletcher hat Bock. Der hat Bock, der ist auch schnell. Dann passt er auf Johnson. Johnson. Oh, da hätte er chippen müssen. So. Gignac. Gignac. Ja, ist ja ein Franzose. Gignac. Valbuena. Gignac, Junge. Gignac. Ja, ist genauso wie Koke. Coke. Koke. Oh, was ist denn das? Ja, das weiß ich auch nicht. Torwart hat keinen Bock. Lässt dann einfach ins Auslaufen. Das müssen wir uns jetzt natürlich nochmal angucken, wie der sich hier, wie der den Hintern in die Kamera streckt. Und ich hoffe, der Robert wird mit der Form weitermachen, weil dann hätten wir schon 3 Siege. Wären schon mal nicht abgestiegen. Das wäre natürlich stark und dann könnten wir hier mal wieder Richtung Pokal blicken. Wobei wir auch gut in Division 8 angefangen haben, aber dann sehr gut nachgelassen haben. Ja, Freistoß für dich. Nein, das war brutal. So, Fletcher, der ist überall. Fletcher, schieß halt endlich. Zu spät. Graham. Oh, alle lassen durch, hat keine Bock. Brennender Ball, geht nicht, Johnson wieder. Johnson. Graham Fletcher, 1:0. War ein geiler Angriff, wenn man jetzt noch trifft. Oh, Larsen, sag mal, Larsen. Larsen, geile Flanke, sag ich doch. Aber noch gut gestört, gerade noch so. Und Gardner kommt dann bald. Geile Annahme auf Johnson. Aber wenn er dann nochmal auf Gardner gespielt hätte, wäre das richtig lecker gewesen. Ja, klar. Aber jetzt hat Konter. Aber Gignac ist nicht schnell genug. Und wir fangen hinten an bei Brown. Schön. Und da ist er wieder Larsen. Larsen ist der letzte Aussteigen, hat dann erstmal Platz. Larsen. Da weiß ich jetzt nicht, warum er gechippt hat, aber dafür kommt Larsen nochmal. Oh, da wäre aber mehr drin gewesen. Und da kommt wieder Larsen an den Ball. Nein. Dafür aber Johnson. Nein, der geht weg. Der hat keinen Bock. Warum sollte ich alleine vom Tor den Ball annehmen? Ist ja absolut Quatsch. So, Gignac. Valbuena.
Barton. Schignack. Ach du Schande. Ach du Scheiße, war das gerade ein jämmerlicher Versuch, hier bei Sunderland mal aufs Tor zu schießen, wobei aufs Tor geköpft haben sie ja schon. Also es ist ja eigentlich doch recht ausgeglichen, jetzt wieder Marseille im Vormarsch, aber gut gestoppt. Es spielt sich doch gar nicht so scheiße, Sunderland. Und jetzt schaut er das an, über links außen hat er viel Platz, der schwarze Mann, und dann chippt dann. Oh. Sessignon so nah dran. Oh, das war echt knapp. Ich dachte echt, der könnte noch reingehen, aber egal. Komm, Larsen am Ball, Larsen am Ball. Und wenn dann vorliegt, großartig, großartig. Und dann, ach, da geht er vom Ball weg wieder, der Larsen. Da war er überfordert. Er war mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und hat einfach nicht funktioniert. Valbuena wieder. Ginac auf Valbuena. Klasse. Der Doppelpass hier. Valbuena, Valbuena. Naja. Ich dachte schon. Also, die kommen hier zu komischen Kopfbällen. Zweimal jetzt fast drin. Glück gehabt. 36 Minuten, noch kein Tor. Dass sowas gibt, unglaublich. Johnson auch sehr aktiv, der Mann heute. Und geht's gleich wieder über rechts außen. Natürlich spielt man erstmal ins Aus für Larsen. Der ist ja 5 Meter, der hätte den eigentlich haben müssen. Aber dafür holt er sich hier gleich wieder, oder was? Nein. Auch nochmal gut auf der Linie geklärt und Marseille darf wieder anfangen. So, Ginac, jetzt hat er 2 Anspielstationen, aber Barton kommt dann nicht an den Ball, es war ganz schwach. Und das war auch ganz schön schwach geklärt, weil Valbuena, ich sagte, der schenkt dir noch einen ein, der Valbuena, der kämpft. Der kämpft. So, jetzt hat er aber Vormarsch, so, Johnson, Johnson, lässt dann schön aussteigen, Johnson, Johnson, Schuss, aber leider abgeblockt. Oh, Sessignon hat auch keine Lust. Eieiei, die sind ja sehr launisch, die hier von Sunderland. Der AFC Sunderland. Ne? Und jetzt der Ginac wird nicht angegriffen. Warum auch? Ist er überbewertet? Direkt auf die Tribüne. Erstmal ein Hotdog holen. So. Und Marseille wieder. Aber immerhin, da hinten stehen sie gut bei Sunderland. Das muss man denen mal lassen. Nee, der Ball ist heiß. Die Kugel ist rund. Und jetzt hat Romão. Gibt's ja nicht. Der sich noch gar nicht abblicken lassen, will jetzt erstmal hier einen Gewaltschuss machen. Und dann gehen wir mit einem 0:0 in die Halbzeit. Marseille vs. Sunderland verspricht auf dem Platz genau das, was es auf dem Papier ist. Klassiker. Nichts. Alter, 28% Ball. Schussgenauigkeit ist natürlich auch traurig hier. Aber das sind halt die Franzosen. Robert haut sich erstmal auf den Kopf, wird wach. Der Basti, Sebastian Larsen. Larsen, direkt nach der Halbzeit ein Kunststück. Da steht er völlig frei. Und oh. Und anstatt, dass er da ins Eck köpft, genau auf Torwart, das wäre natürlich eine Glanzleistung von Larsen gewesen. Das war es ja eigentlich auch, aber leider ohne Abschluss. Und jetzt hat wieder Marseille auf dem Vormarsch. Ginac. Ich habe absolute Sprachprobleme. Oh, Valbuena! Vor dem muss man aufpassen. Das war sehr schön geklärt. Und Larsen jetzt in den eigenen Reihen. Larsen wird gestört, aber lässt sich davon nicht beeindrucken. Larsen geht einfach durch. Jetzt hat er keine Puste mehr. Larsen, schau dir das an. Der Larsen, der verarscht sie alle. Larsen, davon haben wir geredet. Larsen, schön. Wieder Fletcher. Oh, wieder auf den Mann. Alter, der hat ja die weltbesten Flanken. Ja, deswegen tritt er auch alle Ecken. Und die kommt auch nicht ungefährlich. Schuss und... Oh. Brown. Ja, was willst du da erwarten? Aber klasse wieder. Dieser Larsen, was der für Flanken spielt, unglaublich. Und der Fletcher kommt ja auch gut zum Kopfball. Nur macht ihn halt ums Verrecken nicht rein. So, Sessignon auf Johnson. Die sind aktiv dabei. Sunderland macht richtig Spaß zu gucken. Aber wenn auch einmal ein Tor fallen... Ja. Wenn einmal jetzt noch ein Tor fallen würde, dann würde das Spiel hier richtig, richtig Spaß machen. Sessignon holt sich den Ball wieder. Ist sauer langsam. Aber Marseille jetzt im Vormarsch, Valbuena.
viel Platz. Spielt aber nochmal zu Fanny. Fanny. Fanny Frisch und Valbuena. Ne, Fanny war es, ne? Und deswegen gab es auch keinen Abschluss. So, was ist da los, Sunderland? Jetzt hat nicht mal da hinten reinstellen, sondern nochmal was reißen. Eine halbe Stunde ist noch zu spielen. Valbuena wieder. Aktivster Mann bei Marseille. Barton. Ja, wieder ein Verzweiflungsschuss. Das schafft nur Ibrahimovic. Und jetzt Larsen. Schöner Pass auf Graham. Graham hat... Ja, wussten wir ja schon vorher. Muss halt ein bisschen tanzen. Und da ist Larsen! Ach so! Mit der Hacke! Was machen die denn da? Alter, mit der Hacke erstmal zum Torwart aus 0,23 Meter. Aber leiten damit natürlich den perfekten Konter ein. Aber Colback passt da auf. Und Sessegnon jetzt. Rechts außen, Mitte Johnson, Fletcher. Und wieder Sessegnon. Sehr schönes Dreierspiel hier. Und der Sessegnon geht hier einfach vorbei. Das macht es super. Und dann kommt er irgendwie noch durch. Und dann Sessegnon! Es gibt es nicht. Es gibt es nicht. Was für Chancen wollen die denn noch haben hier? Wahnsinn, Sessegnon wieder nicht mit dem Abschluss. Wieder so ganz knapp am Pfosten vorbeigeschlittert. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Und wie cool ich den Platz finde, gell? Der ist absolut nice. Und der ist Jinak gegen Braun. Kann sich durchsetzen, aber schwacher Schuss. Und Auxerre ist zur Stelle. Und wieder Sessegnon. Der macht auch ein schönes Spiel. Da will er den Fletcher schicken, aber so schnell ist der dann doch nicht. Und Fanny. Romao mit dem einzigen wirklichen Schuss, könnte man heute sagen. Also der auch mal Richtung Tor ging. Romao wieder. Komm, Hand! Boah, wow, damit der richtig gefährlich, der Schuss. Oh, dann schießt der Brown erstmal die Fresse. Weil der sauer ist, was er da verteidigt hat. Und dann steht's auf einmal. Oider. Wow, was ist denn eigentlich los? Bei Marseille schwimmen sie hinten, bei Sunderland schwimmen sie da hinten, aber Tore fallen keine. Das ist ja unglaublich. Warum läuft der da oben nicht? Graham macht's alleine, klar. Pace hat er gerade mal 40, aber der macht das schon. Graham immer noch am Ball. Meisten Ballbesitz hier. Will er flanken, aber es ist halt keine Larsen-Flanke, das hat man gesehen. Und dann schießt er sie an! Larsen! Oh mein Gott, er hätte zum Helden werden können. Er hätte zum Helden werden können. Leck mich doch am Arsch. Ah, meine Güte, Sessegnon und er verliert den Ball und wieder alles über Valbuena und dann muss er den doch schicken, warum macht denn der das nicht? Was für ein ekelhafter Spasti. Oh shit, Johnson. Sessegnon. Oh, wieder Sessegnon. Macht auch ein Riesenspiel in der Mitte. Das kommt doch gar nicht so scheiße, komm schon. Oh, wieder nix. Brown jetzt. Zurück zu Callback. Sessegnon. Oh mein Gott, da ist ja was los. Das Spiel kann sich absolut sehen lassen. Nur ein Tor wäre echt noch geil. Mit 0-0 hier rausgehen wäre zwar irgendwie gerechtfertigt, aber wollen wir natürlich nicht. So, Johnson muss natürlich auf Sessegnon spielen. Das macht er jetzt auch. Da kommt wieder eine gute Flanke. Komm jetzt. Oh Mann. Was ist denn das? Ja, den hätte es annehmen müssen. Hat das alle Zeit der Welt. Ach, Graham. Ey, du stehst da hier alleine. Das ist ja nicht mehr normal. Larsen, jetzt komm, machen wir mal so eine Traumflanke auf Fletcher. Schön von Larsen. Boah, was zum Teufel? Es gibt's doch nicht, denn... Oh, und Valbuena, ich sag's dir, das wird wieder so ein typisches Spiel, wo du 1-0 noch verlierst. Oh mein Gott, aber Gott sei Dank hier. Hinten stehen sie super bei Sunderland. Zumindest die meiste Zeit. Ja, das war natürlich der Schuss des Jahres. Puh, also spannend ist es nochmal hier die letzten 3 Minuten. Gardner auf Larsen und natürlich Larsen lässt ihn wieder aussteigen. Larsen, Weltklasse-Spiel heute. War zu erwarten, deswegen haben wir Sunderland genommen. Jetzt kommt diese geile Flanke. Aber diesmal, jetzt waren sie halt drauf eingestellt. Wenn Larsen da auf einmal läuft, dann muss man da alles zumachen. Und jetzt wird nochmal Marseille. Marseille in der 89. Minute. Und der Ball kommt zurück zu Larsen.
Man könnte schon fast meinen, das ist der FC Larsen hier. Aber der macht das halt auch einfach fantastisch. Wenn jetzt noch einmal ein gescheiter Chip in die Mitte kommt, dann fällt er. Und dann fällt er einfach, hat keine Kraft mehr. Und damit ist es wohl besiegelt, wenn jetzt Marseille hier nicht noch ein richtig geiles, leckeres Tor macht. Da hätte ich schon fast ein taktisches Foul gemacht. Aber das ging ja gerade nochmal gut. Und damit endet dieses Spiel in einem torlosen 0:0. Aber man muss sagen, schönes, unterhaltsames Spiel. Kann man mal lassen. Und wann hatten wir schon mal ein 0:0? Jetzt würde mich nur eins interessieren. Wie hat sich's denn gespielt mit Sunderland? Ja, war in Ordnung. Also die Flüge haben auf jeden Fall Bock, ne? Lars und Sessegnon, wenn die Stürmer noch ein bisschen effektiver werden, kann man das machen. Abwehr steht ja super. Und so gehen wir mit einem weiteren Punkt in Division 7 voran. 3 Spiele, 7 Punkte. So darf es weitergehen. Und der Torwart war sogar der Beste.